erklärt, wie es geht. Weitere Frisurentipps gibt es auf sastre.company/blog. Dann teile ich mir im Nacken eine Strähne ab, dreigeteilt wie beim ganz normalen Zopf. Und das wird ein aufgesetzter Zopf. Deswegen muss ich mir die Strähnen da nach unten wegnehmen. Und dann nehme ich mir hier immer eine Strähne von der Seite dazu, lege das drauf auf die Strähne, die ich jetzt unten reinlege. Dann nehme ich es mal der anderen Seite, mache ich das genauso. Und so wechseln wir die Seiten schön ab, damit wir hier gleichmäßig nach oben kommen und immer die Strähne ein bisschen nachziehen, festhalten und dann wieder eine frische Strähne dazu nehmen zu der vorbereiteten. Und die Haare, die man nicht brauchen, immer schön wegkämmen, damit man nicht verrutschen. Kopf wieder ein bisschen nach oben. Und wir lassen vorne dann in der Stirnpartie gleich eine Strähne noch heraus. Da teilen wir uns ein kleines Dreieck ab. Das ergibt sich aber automatisch, weil ich ja da nach oben flechte. Und so. So, und da haben wir jetzt da vorne so ein kleines Dreieck. Das lassen wir jetzt raus. Flechten den Zopf fertig. Das muss wegbleiben hier. Soweit wie es geht, flechten wir den Zopf. Da kommen jetzt schon kurze Haare. Jetzt haben wir den Zopfgummi festgemacht
Und dann schlagen wir das Ende von dem Zopf einfach hier so rum, wurscheln das da unten rein. Und diese Haare, die dann da so übrig sind, die drehen wir einfach damit unten rein. Das kann auch ruhig ein bisschen verwurschtelt sein. Das muss nicht so ordentlich sein. Das soll ja locker sein, frech. Überall, wo was raussteht, machen wir das jetzt mit Haarnadeln fest. Das klemmt hier noch ein bisschen, das dann noch mal raus. So, müssen wir noch ein bisschen fester machen. So, und dann machen wir da vorne die Strähnen noch schön. Habe ich jetzt da rechts und links so ein paar Strähnen rausgelassen, dass das nicht so streng ist. Und das zupfen wir jetzt einfach so hin, dass das ein bisschen schön strähnig fällt. Kann man auch noch ein bisschen mit Haarspray fixieren. Und wenn euch irgendwo noch was nicht so ganz gefällt, einfach nochmal mit einer Haarnadel fixieren und so. Und so sieht dann das fertige Frisurenbild aus. Das kann man jetzt noch dekorieren mit diversen Schmuckteilen und Accessoires, je nach passender Gelegenheit, wozu man das macht. Ich habe jetzt hier vorne die Strähnen einfach ein bisschen mit dem Lockenstab gekürt oder beziehungsweise mit dem Glätteisen. Ich zeige es euch nochmal, wie das geht. Ihr nehmt einfach die Strähne um das Lockeneisen rumwickeln oder um das Glätteisen, was ihr auch immer nehmen wollt, ist egal. So, die Strähne dann so auslocken. Auf der anderen Seite dann auch. Das Ganze könnt ihr mit Haarspray danach auch noch fixieren. Und jetzt geht es ans Dekorieren. Ich habe mir hier so verschiedene Dekoteile ausgesucht. Und die könnt ihr jetzt ganz einfach hier so, wo es euch gefällt, wo ihr meint, dass es gut aussieht, reinstecken. Das sind jetzt einfach nur zwei so silberne Blüten. Noch. Ihr könnt auch, ich habe hier so anthrazitfarbene und schwarze Strasssteine noch gewählt. Die stecken wir dann auch einfach hier rum. Das war jetzt ein Frisurenbeispiel, wie ihr einen witzigen Zopf flechten könnt, der ein bisschen anders ist als wie die normalen Zöpfe, so dass das einfach ein bisschen frech und fetzig aussieht. Weitere Styling-Tipps könnt ihr dann auf saastrip.com in diesem Blog gucken. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns wieder. Ciao, ciao!